Ende, da vorne geht es nämlich rechts rein und da werde ich halten. Da ist nämlich die Haltestelle am Lerchenberg. Glaube ich jedenfalls. Oder ich habe die ausgelassen, was auch gut möglich sein kann. Nee, ich werde doch nicht rechts fahren, sondern geradeaus. Und dann kommt die Lerchenberg auch gleich. Weit kann es nicht mehr sein. Sagen wir so. Es kann auch sein, dass ich einfach die Linie nochmal fahre. Nur mit dem 319. Aber dann die Endhaltestelle. Ich hätte es eigentlich andersrum machen müssen. Von Parkplatz beginnen müssen mit dem 319. Ich hätte mich gerne als Endhaltestelle lieber den Parkplatz, weil Serpentin mit dem 319 macht keinen Spaß. Vielleicht grabe ich auch noch mal. Ich habe nämlich noch einen MAN Lion City Doppeldecker. Vielleicht fahre ich den noch mal mit dem auf der letzten Linie in Spandau. Auch wenn das wahrscheinlich sehr, sehr sinnlos ist, weil Doppeldecker auf einer Nachtlinie ist, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Jedenfalls, egal, fahre ich einfach. So, wie sieht es mit dem Fahrplan aus? Bin ich einigermaßen in Time? 5 Sekunden zu früh, ach, ist das perfekt. Ich schalte jetzt lieber schon mal, lieber bei ein bisschen zu niedriger Drehzahl, als gar nicht. Weil, auch wenn der Motor hier nicht explodiert, wäre das gar nicht so geil, glaube ich. Aber hier muss ich eh wieder runterschalten. Toll, jetzt bin ich voll auf die Fahrbahn gefahren. Geil. Voll verbremst, ey. Hier ist nämlich die Gegenhaltestelle in die andere Richtung. Jetzt habe ich mal mit der Gasbremsehand geschaltet. Ich bin so braut. So, 2 Haltestellen gibt es noch insgesamt auf dieser gesamten Linie. Die nächste ist am Amtsgericht. Was nicht die hier ist. Die hier heißt irgendwie anders. Ja, Eibenweg heißt die. Ich schiebe auch das Ruckeln hier, glaube ich, eher auf OMSI als auf meinen Rechner. Weil, kennt's ja OMSI, glaube ich. Der steht. Ja, da vorne kommt ein Opel Manta, glaube ich. Sieht verdächtig nach. Ja, ist ein Opel Manta? Opel Manta. Salamander. Hehe. Das hier könnte man denken, dass es das Amtsgericht ist. Nein, ist es eigentlich nicht. Und diese Haltestelle habe ich mich auch ein paar Mal fälschlich gehalten. Das ist nämlich die Dammstraße und nicht das Amtsgericht. So, das mit dem Umdrehen ist hier immer noch so eine Sache. Da kommt einer, der will nach rechts. Ich kann, glaube ich. Der hält sogar. Ach, das ist ja schön. Auch wenn ich nicht verstehe, warum. Da komme ich, an der komme ich, glaube ich, vorbei. Ja, easy. Den Manta habe ich auch nicht angefahren. Es ist sozusagen ein Luxuszustand, dass ich nicht alles in kleine Stücke fahre. So, und guck, hier ist oft das so eine Sache mit der Routenführung. Hier steht zwar nur 105er, aber der 113er muss ja auch abbiegen. Und das ist das, was mich ein paar Mal anfangs verwirrt hat. Bei der Sonderfahrtroute ist es noch schlimmer, weil da in der Stadt gar nichts ausgeschildert ist und dann, wenn man aus der Stadt rausfährt, und da, wo es eigentlich offensichtlich ist, wo man langfahren muss, da ist es dann ausgeschildert. Also, meh, sagen wir es so. So, hier gibt es nämlich so eine tolle Businsel. Ich mag sowas ja sehr gerne.
Hamburg hat das auf der Metro 5-Linie auch öfter mal. Metro 5 oder Metro 6? 5 müsste es sein. Aber diese Verkehrsinsel mit den Busspuren in der Mitte, das mag ich sehr gerne. Und hier ist nämlich auch die Haltestelle Amtsgericht. Zack. Ich schalte schon mal runter wieder ins Reiten. Gut, dass die Froze mir hier auch nicht in die. Ich muss halten. Och nee, komm schon, du Busampel. Aber da steht schon mal irgendwie Ansage abwarten oder sowas. Ich habe genau vergessen, wofür das A steht. Hoffentlich darf ich gleich fahren. Ich weiß nicht. Auch wie das ist mit den Busampeln. Muss ich mich nach dieser Busampel richten oder hätte ich mich auch nach der ganz normalen Autoampel richten können? So, hier zum Beispiel müsste ich schalten, kann ich aber nicht, weil ich gerade in der Kurve bin und nebenbei auch noch ein bisschen Gas geben muss. Hier kann ich schalten, und zwar in den dritten Gang. So, alle Linien, ich denke, das ist recht klar und nicht misszuverstehen. Das ist auch grün. Kann das sein, dass wir das so irgendwie auf jeder Fahrt hatten? Nein, ich starte nicht um sie nochmal neu. Und das liegt auch nur daran, dass hier gerade so eine Stadt ist. Toll, jetzt. Das ist echt. Das ist ein Omsi-Problem. Dass dieser Bus auch mal anfängt, Dubstep zu machen. Der Bus jetzt ausgegangen? Ja, ist er. Am Berg anfangen, das ist natürlich auch toll. Ich liebe es. Besonders irgendwie mit einer automatischen Kupplung, wo ich keine Kontrolle über die Kupplung habe. Aber immerhin bin ich auch gleich da. Keine Ahnung, was Omsi manchmal hier macht. Ich werde gleich nochmal auf die Fahrerbewertung gucken und wo die jetzt am Stissel ist. Ich glaube, kurzzeitig hatte ich sie wieder auf 100 gebracht. So, ich kann hier hin. Ich weiß nicht, ob das hier vorne ist übrigens noch nicht die zur Ausstiegsstelle, glaube ich. Ich weiß bis heute nicht, wo die ist. Das hier ist sie jedenfalls nicht, weil die irgendwie am Bahnhof heißt oder so. Omsi, fass dich. Stopp, aus. Außerdem das mit ganze Karte im Voraus laden, das bringt irgendwie gar nicht so viel. Gibt's auch einen Busstau, sowas liebe ich ja. Tja, du weißt, was ich mache. Ich werde die einfach schon da vorne rauslassen. Guck mal, ein Spandauer Bierbrunnen. So, ich werde jetzt hier mal wenden und dann lasse ich die einfach da in dieser komischen Haltefahrbucht-Dingens raus. Omsi. Wag es nicht. Wenn dieser Dubstep-Boss schon wieder anfängt, dann kriege ich ein zu viel. Wahrscheinlich hätte ich doch eine dreiteilige Video draus machen können. So, auch wenn das jetzt hier echt scheiße unrealistisch ist. Aber dieser Busstau, ne, der ist auch scheiße unrealistisch. Ihr könnt mich alle mal. So.
Meine Güte. Aber ich glaube, das hier ist immer noch nicht gemeint. So was, ich fahre einfach gleich mal durch. So, weil ich nämlich da. Ich glaube, dass da doch die Ausstiegshaltestelle ist. Und ich da doch hin muss. Das heißt, ich fahre jetzt gleich mal durch die ganzen Kollegen hier durch. So, moin. Ich muss da nämlich hin, um die Fahrt zu beenden. Weil dieser Busstau, so wie er ist, so unglaublich unrealistisch ist, habe ich auch kein Problem, hier mit durchzufahren. So. War was? Nein, gut. Ich hasse euch alle. Also Busfahrer jetzt, ne? Nicht Zuschauer, ihr seid einigermaßen cool, glaube ich. So, danke. Zu spät, du kannst mich mal. Und? Hey! Danke um sie. Gut. Also. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es war semi-unterhalten wenigstens. Der Busfahrer, was macht der da schon wieder, ne? So, ich hoffe, dass wir uns einfach das nächste Mal wiedersehen. Vielleicht ist dann die Welt auch wieder heil. Bis dann, ciao.